wusste nicht, dass diese Kugel schneller rollt, wenn man den Clown besiegt. Sollte es nicht genau andersrum sein? Schließlich rollt dann ja keiner mehr auf dem Scheißball. Ich hab mein zweites Leben hergeschenkt. Nein! Drei Bosse konnten wir tatsächlich schon in der zweiten Welt von Cuphead niederstrecken. Jetzt geht's gleich zum ersten Run-and-Gun-Level der Tintenfassinsel 2 und ich habe mir überlegt, dafür tatsächlich mal diese No-Brainer-Waffe zu besorgen. Weil für Bosse ist die nicht wirklich geeignet, aufgrund des niedrigen Schadens, aber die Geschosse sind halt zielsuchend und das kann bei Run and Gun schon vorteilhaft sein. Ich glaube, hier müssen wir durch. Ja, da ist das Level. Tauschen wir mal die Kartätsche aus. Denn die ist ja ebenfalls eigentlich für Run and Gun Level nicht geeignet, dafür für Bosskämpfe. Und ja, so ziehen wir unseren Nutzen aus beiden Welten. Und jetzt, hitziger Jahrmarkt. Ich weiß noch, dass beide Run-and-Gun-Level in der zweiten Welt nicht ganz so einfach waren. Aber das hier ist das leicht machbarere. Ja, doch. Sagte er und schenkt direkt ein Leben her. Na gut. Also, wir werden jetzt die ganze Zeit mit diesem grünen Schleim als Waffe umherlaufen. Das ist halt einfach zielsuchend. Oh, und ich merke gerade, wenn man auf die Ballons schießt, dann explodieren sie und das ist nicht gut. Ist mir erstmal gar nicht aufgefallen. Aber immer wenn ich drauf geschossen habe, kamen neben dem Zerplatzen noch Kanonenkugeln raus und da habe ich natürlich überhaupt keinen Bock drauf. Man könnte hier sogar seine Karten auffüllen, aber ich verzichte jetzt einfach mal. Nimm die zweite Münze mit. Oh, was war das hier? Da ich das nicht betätigen kann, ja, machen es die hier. Okay. Aber sieht so aus, als hätten wir Glück im Unglück. Oh, ich muss runter. Ich weiß gar nicht, ist es. Ich wollte gerade fragen, ist es ein Insta-Death, wenn man in den Abgrund stürzt? Nein, ist es nicht. Aber eben, wenn man alle drei Leben nacheinander verschenkt. Schade. Da wurde ich jetzt richtig durchgenommen, obwohl es bis dorthin gut lief. Das Ding ist halt bloß, wir waren auch gerade eben erst bei der Hälfte. Also da kommt noch mehr ekliger Stuff. Hier hatte ich Glück. Da können wir aber eigentlich auch auf die etwas stärkere Waffe wechseln. Komm, ey, genau in dem Moment muss ich das Ding herabsenken, weißt du? Okay, zerstört. Und rüber da. Neuer Rekord. Ich wusste nicht, dass diese Kugel schneller rollt, wenn man den Clown besiegt. Sollte es nicht genau andersrum sein? Schließlich rollt dann ja keiner mehr auf dem Scheißball. Unlogisch. Ich frage mich, ob das irgendwas bringt, diesen Zauberer zu besiegen. Weil der taucht ja in der Außenpassage nochmal auf. Die Frage ist halt, wenn ich ihn am Anfang besiege, bleibt er dann weg? Aber ehrlich gesagt ist er auch kein allzu großes Problem. So, hier laden wir jetzt mal unsere Karten auf 4 auf. Das lohnt sich. Ich weiß jetzt nicht, ob es in dem Level einen Boss gibt, aber wenn, sind wir vorbereitet. Ulti wäre am Start. Und das gibt es doch nicht, dass dieser Scheiß-Clown mit dem Ball mich jetzt zum zweiten Mal erwischt. Das sind halt die Schattenseiten dieser Waffe. Du triffst halt so gut wie immer, auch wenn du es eigentlich nicht willst. Ja, ich weiß, ihr schreibt, ja dann hör doch auf zu schießen, bist doch selber schuld. Habt ihr auch recht an sich.
Aber man schießt halt automatisch in dem Game. Das ist wie atmen. Es geht nicht ohne. Komm, weg da. Okay. Zumindest 2 Leben dieses Mal. Das ist so noch nicht da gewesen. Und da wäre es jetzt eigentlich auch kluger gewesen, ihn nicht zu killen, ne? Das Problem ist, ich mache erstmal und denke dann. Es wäre andersrum besser. Oh, okay. Und das kann als Boss gewertet werden, denke ich. Meine Ulti hat nicht ganz gekillt, aber der Rest hat geregelt. Ist es hier vorbei? Nein. Das ist der Snackstand. Boah, da kommt Ketchup und Senf angeflogen. Und was ist das? Grüne? Ich glaube, ich will es nicht wissen, oder? Ketchup ist ja noch okay. Senf mag ich nicht, Mayo auch nicht. Und das Grüne sieht ebenfalls extrem eklig aus. So, aber hier haben wir wirklich einen Vorteil mit der Waffe. Finde ich. Weil dadurch, dass sich hier alles bewegt, ist der Auto-Aim sehr nützlich. Okay, Sandwich down. Level absolviert. Ja, hat jetzt schon ein paar Versuche gebraucht. Aber wenn du da einmal durch diese Schusspassage in der Mitte durch bist und dann nicht blöd bist und die Clowns von den Bällen schießt, ist es gut machbar, zumindest mit dem Auto-Aim. Der lohnt sich da an der Stelle schon. Habe ich mir halt vor dem Part überlegt und hat sich auch direkt bezahlt gemacht. Denke, das wird auch bei dem zweiten Run-and-Gun-Level, was deutlich schwieriger ist, so sein. Mich kriegt ihr nicht! Es sei denn, ihr nehmt eine Abkürzung! Was meinst du mit, ich kriege dich nicht? Das haben so ein paar Rabauken letzte Woche gemacht. Nur so konnten sie mir bei den Attraktionen zuvorkommen. Ach so, sag das doch gleich. Sagt mal, könntet ihr mir zeigen, wo hier die Abkürzung ist? Was für eine Abkürzung? Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet. Aber ich weiß mittlerweile, dass es auch eine Art Sidequests in dem Spiel gibt. Das könnte eine sein. Also wenn man hier nicht durch kann, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo diese Abkürzung sein soll. Oh, da drüben, oder? Bei diesem Turm. Das sah so aus, als wenn da ein Pfad wäre. Ich weiß nur nicht, ob ich da schon hinkomme. Ah doch, hier ist auch das Die House. Und noch ein Dulli. Hey, wie ich höre, habt ihr 4-mal hintereinander pariert. Ihr müsst vor Stolz platzen. Hier habt ihr eine Münze als Belohnung für eure Hartnäckigkeit, Jungs. Gebt nicht alles auf einmal aus. Oh! Direkt eine weitere Sidequest. Und das erinnert mich an die versteckte Coin. Die gibt's hier. Muss ich zugeben, habe ich nachgeguckt, nachdem ich festgestellt habe, dass es sie gibt. Ja, da habe ich nach einem Video geguckt, um zu schauen, wie viele gibt's. Und dabei auch alle Locations schon mal abgespeichert. Man möge mir verzeihen, dass das nicht blind ist, aber ich sage euch auch ganz ehrlich, diese Münze hätte ich sonst nicht gefunden. Außer es gibt irgendwo einen Hinweis. Ey, danke Leute! Ich wusste doch, dass es einen schnelleren Weg über die Insel gibt. Jetzt werde ich wieder als Erste in der Schlange stehen. Hier, nehmt diese Münze als kleines Dankeschön. Yo, voll abgesahnt. Dann hat sich das ja doch gelohnt. Wir haben jetzt mittlerweile wieder 8 Coins. Und ich würde sagen, die investieren wir direkt in den Rest. Zum Beispiel in den Lupfer. Und in das Herz. Oh, da ist was Neues. Kaffee. Automatische Anzeigenfüllung. Super Anzeige füllt sich von selbst. Plus deinem eigenen Teil. What? Das klingt jetzt in der Theorie schon ziemlich gut. Habe ich keine Erfahrungen mit? Werde ich mal ausprobieren.
Aber erstmal brauchen wir wieder Kohle. Gibt's im Run-and-Gun-Level Nummer 2, aber das spielen wir beim nächsten Mal. Jetzt kämpfen wir noch gegen Zacharias Zwitscher in Flug-Action. Das ist ein Flugboss, wie man sich schon denken kann. Und ich weiß nicht, haben wir den im Stream bekämpft? Ich kenne ihn auf jeden Fall vom Sehen und weiß daher auch, dass er schwer ist. Vor allem seine letzte Phase. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, meine Fresse, ob ich den besiegt habe oder nicht. Ich weiß nur, jetzt muss ich ihn definitiv besiegen. Oh, und er ist nur am Kopf verletzlich, merke ich gerade. Boah, der chillt ja mal gar nicht mit diesen Eiern. Gut, ich glaube, ich werde erstmal nicht mit der Bombe kämpfen, weil dazu muss ich extrem nah an ihn ran und auch noch höher positioniert sein als er. Das schaffe ich leider nicht ganz in Kombination mit dem Ausweichen. Aber ich merke jetzt schon, dass ich generell große Probleme bei dem habe. Versuchen wir es mal ein bisschen defensiver. Dann dauert es länger, ja, aber besser als ständig reloaden. Okay, jetzt bin ich aber auch wirklich schlecht. Ich dachte, ich komme dann noch weg. Die Frage ist halt, warum nicht trotzdem klein machen? Sicher ist sicher. Aufwachen, Domtendo! Aber er lockt mich auch jedes Mal in die Falle! Hoffen wir mal, dass die erste Phase direkt die schwierigste ist. Aber ich meine mich zu erinnern, dass die letzte mega assi ist. Okay, wir sehen wenigstens mal was Neues. Diese süßen Vögelchen. Die mich an die dicken Viecher aus Donkey Kong Country 3 erinnern. Und das Gute ist, die geben mir einige Karten. Oh ja, okay, an den Move kann ich mich auch erinnern. Jetzt wo ich sehe. Das ist aber gar nicht so schwer auszuweichen. Also das geht klar. Ja, also damit habe ich wirklich keine Probleme. Es dauert halt. Jetzt habe ich fast einen Fehler gemacht, aber alles gut. Die Geräusche von dem. Es gibt einige Möglichkeiten, Karten aufzuladen tatsächlich. Oh, was ist das denn jetzt? Auf jeden Fall brauchen wir hier die Bomben. Nicht zu viel wollen. Wir haben noch alle drei Leben, also nach dem schwierigen Anfang läuft es jetzt besser. Ulti wäre wieder ready, aber ich spare für die letzte Phase. Es läuft gerade zu gut. Immer wenn ich das sage, kippt es. Okay, also das ist auch sehr, sehr böse. Aber wir haben es geschafft. Letzte Phase, oder? Ja. Das ist genau das aus meiner Erinnerung. Da liegt er auf dem Sterbebett, es ist alles rangezoomt und es wird gespammt. Deswegen ist es ja so scheiße schwer und ich habe mein Leben hergeschenkt. Ich hab mein zweites Leben hergeschenkt. Nein! Ich war wirklich sicher, wir schaffen es und wir haben es auch fast geschafft. Komm, gönn. Danke. Okay, drei Karten sind voll. Ich bin nicht nach unten geflogen. Was war das denn? Ich wurde von irgendeiner Schwerkraft angezogen. Ich schwöre, ich bin nicht nach unten geflogen. Das war Betrug. Scheiße, Mistviech. Nein, den letzten wollte ich nicht killen. Rap. Ach, egal. Dumm, es ist... Boah, ich kotze! Immer ein unnötiger Fehler.
Aber das erste Mal in der Phase. Wirklich unglaublich. So, gleiche Taktik wie vorher. Hier die Karten wieder aufladen. Ohne Verrecken. Und bitte mit beiden Leben in die letzte Phase. Ja, moin. Anders lost. Okay. Plan ist nicht aufgegangen. Oh, von überall kommt was. Von überall. Und ich flieg zu niedrig. Aber ich glaube, man darf tatsächlich auch die anderen Dullis treffen. Ich hau jetzt alles raus. Ist egal, komm. Keine Ulti. Und das war eine gute Entscheidung. Heute Abend gibt's Braten. Eine schöne Kräuter de Provence mit Knoblauch und Kartoffelgratin. Lecker. In Scheiben geschnittenes Filet mit großer Keule überbacken in Juice. Zugang zur zweiten Ulti. Das gibt's dann im nächsten Part. Cuphead. Well, Cuphead and his Pelmug man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price.